Hallo Leute, hier ist der Michel und das ist Absolute Drift. Ein Indie-Driftspiel, so ein bisschen das Limbo der Rennspiele. Ja, wirklich sehr simpel, aber wunderschön gemacht. Ich finde es fantastisch und möchte euch das heute mal zeigen. Dafür gehe ich direkt mal in den Free-Roam-Modus. Vorher zeige ich euch nochmal ganz kurz hier den Überblick im Menü. Das Spiel ist für 12 Euro auf Steam verfügbar. Ist, glaube ich, sogar ein Einzelentwickler, der dieses Spiel hier auf Basis der Unity-Engine gebaut hat. Und wie gesagt, es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Ist mal was Frisches, was Neues, was Unverbrauchtes. Und das hier ist momentan unser Auto. Wir sehen schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Ja, dieses Spiel ist vor allem dafür gedacht, auch mal wieder Flecken auf seinem Monitor zu erkennen. Fällt mir gerade auf, weil einfach alles sehr hell und weiß ist. Ja, das ist unser einziges Auto bisher. Es gibt, glaube ich, insgesamt 6 Autos. Und ja, das sind nochmal die Einstellungen. Ja, kann man nicht viel machen. Ja, Controller funktioniert wunderbar. Ich habe hier den Xbox One Controller am PC angeschlossen und wir gehen direkt mal in den Free-Roam-Modus. Das ist sozusagen so ein bisschen hier die Basis für unsere Mission. Und dann geht's los. Da kommt schon der japanische Driftgott. Hallo mein Kind, du bist hier, um ein Driftmaster zu werden. Drifting ist die Kunst, seitwärts zu fahren oder seitwärts zu sliden. Lass mich dir ein bisschen Hintergrund zum Driften geben. Beziehungsweise die Hintergrundgeschichte davon. Ja, Driften wurde in Japan erfunden von einem Rennfahrer, der zu viel Sake getrunken hat während der Mittagszeit. Und er konnte deswegen nicht mehr in eine gerade Linie fahren. Ja, ein Driftmaster zu werden, wird Durchhaltevermögen und Entschlossenheit erfordern. Und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, wirst du ein Driftmeister sein. So. Nun gehe voran und hau die Wände um. Ich meine, drifte bitte. So, das ist die Einführung. Das war's dann auch schon. Und jetzt können wir direkt ein kleines Tutorial sehen. Ja, ich habe auch noch im Rahmen dieser Folge ein kleines Gewinnspiel für euch. Dazu später mehr. Wir haben dann eine Handvoll Keys rauszuhauen. Da sehen wir kurz die Steuerung. Relativ simpel gehalten. Man kann auch selber shiften tatsächlich. Ich lasse es momentan aber mal auf Automatik. Ich denke mal, mit selber shiften hat man ein bisschen mehr Kontrolle. Da hören wir direkt mal den Sound vom Fahrzeug. So, in der Mitte steht hier schon ein kleines Tutorial. Gently turn to countersteer. Ne, then countersteer. Ja, also ganz wichtig ist, so ein bisschen die Kurve rein, dann direkt ein bisschen Gas rausnehmen. Also dieses Gefühl muss man am Anfang von Absolute Drift ein bisschen entwickeln, aber ich sag mal, nach 10, 20 Minuten bist du da drin ungefähr. Habe jetzt schon ein bisschen mal vorgespielt, schon ein bisschen mal reingeschaut, was uns am Anfang hier erwartet, damit ich da nicht gleich so rumdruckse. Mich nicht wie die letzte Horst anstelle, dass wir da am Anfang ein bisschen besser durchkommen. Genau. Also, Gefühl ist sehr natürlich für dieses Auto. Denn schon ein bisschen bin ich schon drin. Ist auf Steam auch, ja, durchweg gut bewertet worden. Wir haben hier auch schon relativ viel Umfang für so ein, ja, denke ich mal, 2, 3, 4, 5 Stunden Spielzeit. Für 12 Euro, finde ich, geht das absolut okay. Okay, hier müssen wir zunächst mal Smash Blocks. Driften wir mal mitten rein. Schon mal direkt 2, 3 erwischt. Man kann die hier am Anfang auch einfach umfahren. Es gibt dann zwischendurch, auch wenn wir gleich sehen, immer wieder so kleine Parcours, beziehungsweise so kleine Kurse, so Driftkurse, wo man dann auch sich mit internationalen Ranglisten vergleichen kann. Also auch ein kleiner, neben diesem sehr entspannten Gameplay zwischendurch, so ein kleiner kompetitiver Part. So, Drift close to poles, da geht's schon los. 5-mal müssen wir hier um diese Poles rumdriften. Ich würde schon mal ein bisschen Anlauf nehmen. Die hat schon mal gezählt, aber ich habe mich leider ein bisschen verfranst. Ja, sehr simpel gehalten, aber mehr braucht es, finde ich, auch gar nicht bei so einem Spiel. Es ist mehr oder weniger ja so ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Und es ist momentan noch in der Beta, das heißt, das ganze Ding hier wird noch ausgebaut. Komm, kriegen wir den auch noch? Ah, schade. Naja, muss ich nochmal Anlauf nehmen. Im Idealfall driftet man hier dann... So, da geht die Tür schon auf. Im Idealfall driftet man hier wahrscheinlich einmal kurz sauber um beide... rum. Es sah schon ein bisschen besser aus. Hier gibt es schon plus 600 Punkte. Das sah doch schon mal sehr gut aus gerade. Der letzte Drift um das Ding hier. So. Ja, ist auch ein schöner Soundtrack dabei. Über 3 Stunden so ein bisschen leicht entspannte elektronische Musik. Kann auch hier einfach mit dem rechten Trigger ein bisschen weiterschalten. Dann kommt der nächste Titel. So. Hier geht es jetzt, das ist so eine kleine Garage, muss man reinfahren. Dann geht es zum ersten Drift-Track. Haben wir mal zu... Die ist noch relativ einfach. Später gibt es dann auch Kurse mit ein bisschen mehr Kurven. Und wir sehen schon, globaler Rang momentan bei mir Top 30. Ich habe aber, was man im Menü machen kann, den Spielstand zurückgesetzt.
Also wie gesagt, ich habe so 20 Minuten schon angespielt, dann den Spielstand zurückgesetzt und da sind wir jetzt. Also mal sehen, ob ich meinen Global Rank 2991 Top 30 noch verbessern kann. So, los geht's. Drei Runden fährt man. Ich habe so ein paar Objekte am Rand. Ja, später werden die Levels teils richtig spektakulär. Mit Sprüngen und allem drum und dran. Also das Spiel wächst natürlich auch mit dem Schwierigkeitsgrad immer weiter. Voilà, fast an die Wand gekommen. Schön ist hier bei dem Driftmodus, dass man, wenn man nur so ein bisschen einschlägt oder sanft einschlägt, einem nicht gleich der Bonus-Counter hier diese mal 6 weggehen, sondern dass die einfach erstmal bleiben. Also man muss schon relativ stark in die Wand einschlagen, damit der, gibt es auch plus 3500, damit einem dieser Counter hier weggenommen wird. Oder dieser Multiplikator ist es ja. So, haben wir schon mal 10. Schon relativ gut aus. Letzte Runde. Oh, da verhungert er mir leicht nach hinten raus. Hier kann man, ist so eine kleine Ausbucht, dann kann man ein bisschen Schwung nehmen. Das ist die letzte Runde. Jetzt müssen wir die Punkte nach Hause retten. 369.000. Ist, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen besser als das, was ich vorher hatte. Tatsächlich sind wir aufgestiegen in die Top 25%. VU Leaderboard. Ja, Spiel entdeckt habe ich in meiner Abo-Box beim Slaptrain. Deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt bei euch in Deutschland oder hier schon so bekannt ist. Also wer die internationalen Kanäle guckt, der hat es vielleicht schon mal jetzt gesehen, aber ist jetzt hier, glaube ich, noch relativ unbekannt. Ich habe gesehen, meine Steam-Liste, wo ja knapp 500 Leute drin sind, hatten das bisher gerade mal 2 und irgendwie nur 12 auf ihrer Wunschliste. Also vielleicht habe ich euch hier heute mal was Neues gezeigt. So, machen wir hier mal einen Finish. Dann geht es nämlich gleich weiter in die erste World 1. Genau, von diesen Welten gibt es 5 insgesamt, wo dann einzelne Missionen drauf sind. Das ist hier am Anfang noch relativ easy. Da gucken wir gleich mal, was hier zu tun ist. So, da müssen wir erstmal durch Container driften. Das sieht ja noch relativ einfach aus. So, was mal hier. Ah, hat schon... Ne, hat noch nicht gezählt. Das war noch kein Drift. Das war auch noch kein Drift. Okay, müssen wir mal ein bisschen Anlauf nehmen, ein bisschen seitwärts kommen. So, ja, diese Dinger, die sich hier drehen, die müsst ihr auch einsammeln. Das sind so kleine versteckte, beziehungsweise in Welt 1 noch nicht wirklich versteckt, so kleine Bonus... Pünktlein. Ich weiß auch gar nicht, wie man... Der müsste zählen. Ich weiß auch gar nicht, wie man die anderen Autos freischaltet. Die kleinen roten Blöcke, die müsst ihr nicht einsammeln. Ich schalte mal gerade weiter. Dann so einen leichten, dumpfen, coolen Ton hier. Ja, und auch so ein bisschen rasseln und so ein bisschen zischen. So. Der Sound von dem Auto ist ganz cool. So, Hangar. Da müssen wir einmal durchdriften. Komm, zählt er schon? Ja, der zählt schon. Sehr cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir daraus jetzt nur so ein kleines Let's Test machen oder ob ich das Ding hier einfach so durchspiele und immer, wenn was Neues kommt, was durchspiele. Der hat auch nicht gezählt, verdammt. Ah. Ja, da hat er gezählt, sehr schön. So als ganz unregelmäßiges Ding mal immer. Also ich finde das super entspannt eigentlich, muss ich sagen. Hoppala. So, zwischen den Lampen durchdriften, einmal Schwung holen. Dann nach die Richtung. Ja, die hat er auch. Mission 4 von 6 erfüllt. So, da können wir dann theoretisch nochmal hier unten zu diesem Hamamatsu-Track zurückfahren. Wenn man da in die Garage fährt, kann man da nochmal sozusagen Punkte reinlegen. Und man kann auch aus dem Hauptmenü heraus auf diese Einzelstrecken zurückgreifen. Wenn man da auf Events geht, kann man diese ganzen Strecken, die man sich soweit schon freigefahren hat. Die müssen wir noch einsammeln, den Pöppel da. Dann kann man die alle spielen, auch aus dem Menü heraus. Auch eine schöne Sache. Und ich glaube, das ist wirklich ein Einzelkämpfer, der Entwickler. Und der hat mittlerweile auch schon einen Patch rausgebracht, dass die Kamera ein bisschen smoother wird. Die war wohl bei höheren Geschwindigkeiten zuletzt sehr shaky. Und da hat er dann auch gleich aufs Feedback reagiert und hier entsprechend einen Patch rausgebracht, um das Ganze ein bisschen smoother zu machen. Ist soweit, finde ich, auch vom ganzen Optischen her echt cool. Ist so ein bisschen vom Farben her so Mirror's Edge, ne? Dieses Rot-Weiß und dieses Türkisblau. So, Tutorial Drift ist der Anfang. Da brauchen wir jetzt nicht mal reinfahren. Das ist das am Anfang, wo der chinesische Driftgott da, der japanische Driftgott einen da empfängt. So, hier müssen wir einmal übers Flugzeug springen. Wow. Oh, haben wir es geschafft? Ja. Ups, was steht da? Hashtag Tofu. Unteren Rand von unserem Auto. Da ist noch ein kleiner versteckter Pöppel am. Das ist so ein Flughafen hier, ne? So ein kleiner Tower. Bupp. So, 4 von 5 haben von denen gefunden. Wie viele Missionen fehlen dann noch? Eine Mission fehlt noch. Okay. Wo versteckt die sich?
Da ist noch der Kobe-Track, den haben wir auch noch nicht gemacht. Erstmal gucke ich mal ganz kurz. Da können wir, glaube ich, die Lackierung von unserem Auto wechseln. Wenn man da durchfährt, dann ändert sich die Lackierung. Ich habe jetzt extra das P1 CV grün. Und jetzt ist das Auto schwarz getarnt. Ja, das irritiert mich ein bisschen. Da muss ich nochmal durchfahren. Ja, jetzt hat er hier schön die japanische... So die japanische Kriegsflagge, ne? Aber die steht ja auch so ein bisschen für die GDM-Szene. So, das ist der Kobe-Track. Auch den werden wir gleich nochmal uns anschauen. Auch hier bin ich schon einmal gefahren. War unter den Lower 45%, was nicht so berauschend ist. Gut, gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen besser hinbekommen. Die Strecke schon ein bisschen enger. Ein bisschen variantenreicher, was die Kurvenführung angeht. Achtung, ja. Gerade so rumbekommen. Hier muss man ein bisschen mehr Schwung holen und dann hier auch den Pöller umfahren. Da wackelt die Zahl schon und da geht auch leider der Multiplikator weg. Da haben wir mal wieder 1000 mitgenommen. Da habe ich ein bisschen überdreht, glaube ich. Ah, da geht auch der Multiplikator leider wieder weg. Nee, es macht echt Spaß. Also, ist vor allem nochmal für den Abend was, eine halbe Stunde, um ein bisschen runterzukommen, hier sich ein paar Levels durchzuspielen. Also, ich würde empfehlen, das Ding hier nicht am Stück zu spielen. Auch wenn es irgendwie so ein bisschen süchtig macht. Das ist auch ein Game, was ich mir ganz gut auf dem Handy vorstellen könnte. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, wie die Steuerung dann funktionieren soll, aber da wird er sicherlich eine Lösung finden. Im Prinzip Gas geben, ein bisschen lenken und so, das ist ja auch mit einem Smartphone oder so sicherlich möglich. Das wäre echt ein Spiel, was ich mir auch gut, wie gesagt, auf dem Handy vorstellen könnte. So, ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt besser waren hier im Ranking. Das waren nicht so viele Punkte, zu oft angeeckt. Ja, 4100, war jetzt nicht besser geworden. Ja, egal, gehen wir erstmal raus. Ich suche jetzt noch die eine Mission, die wir hier noch brauchen. Warte mal, ich wechsle das Auto von Farbe wieder, sonst kann man das so schlecht erkennen, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen markanter, wenn es jetzt eine andere Farbe hat. So, machen wir es mal blau. So, wo ist denn die letzte Mission? Ich fahre mal nach da oben. Oh Gott, das Auto driftet jetzt aber ganz wild hin und her hier. Was ist denn die letzte Mission? Versteckt sich hier noch so ein bisschen. Also jetzt bin ich auch an dem Punkt, wo ich nicht weiter gespielt habe. So, da ist noch einer von den kleinen Pöppels. Muss ich die etwa alle einsammeln? Ja, ach so, okay. Das ist sozusagen die sechste Mission gewesen, hier die Pöppels einzusammeln. Das kleine Geräusch erinnert mich so ein bisschen an den Tokyo Drift Jingle, ne? An dieses Hauptlied da, dieses Haupttheme. Dim, 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 dim. Ihr kennt das ja. So. Driftcana. Das ist eine der Welten, die wir hier noch haben. Natürlich so ein bisschen orientiert sich an dem Gymkana von Ken Block. Da gucken wir gleich mal, wo es hier rumgeht. Später kommt auch noch was mit so einem Mountain Mode. So, da bin ich wieder. Ja, gerade mal kurz rausgeflogen, als ich hier dem Tutorial Driftcana beitreten wollte. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Hatte ich einen kleinen Error. Jetzt sieht es gut aus. Okay, alles klar. Ja, bei so einem Spiel natürlich auch die Ladezeiten extrem kurz. So, Clipping Point, Drift Near Poles. Ja, also es wird sicherlich so ein bisschen angelehnt sein an den Gymkhana. Ja, Handbremse funktioniert auch. Ich habe bisher die Handbremse relativ wenig noch benutzt. So, den haben wir schon mal. Two more Poles. Den hat er noch nicht gezählt. Ich werde mal um den anderen drum driften, um ein bisschen den Schwung mitzunehmen. Naja, das war leider zu wenig verhungert. Ja, zu eng. Ah, man kann also auch, wenn man einfach dahinter rumdriftet, zählt das anscheinend auch. Ist wieder so ähnlich. Oh, den zählt er auch. Brauche ich nur einfach da dran ein bisschen Donuts machen, dann passt das schon. Spin inside the box. Okay, jetzt kommt der Spin also. Jetzt nochmal das alte Dirt 3 Wissen mitnehmen sie. Vom Winkel, den man da so braucht. Ah, das ist auch cool gemacht optisch. Dann geht hier so der Kreis zu. War sehr weit am Rand. Versuchen wir mal ein bisschen weiter in die Mitte zu gehen. Wieder ein bisschen weit am Rand. Aber man kann das auch schaffen, wenn man einfach reinfährt. Sicherlich wird es später dann auch schwierigere Abschnitte geben, wo man dann sehr präzise auch irgendwo in eine sehr enge Stelle rein muss. Das ist hier am Anfang ja noch ein bisschen das Tutorial. Und hier auch ewig Zeit, um das abzuschließen. Und da sind wir leider außerhalb. Ich sehe meine Autos in der eigenen Rauchwolke gar nicht mehr. Okay. Da sind, genau, Handbrake, Turn Hard with Full Gas und dann halt die Handbremse ziehen. Beziehungsweise mit der Handbremse schon rein.
Drift around circles. Jetzt kommt der Donut. Zu weit außen, zu weit außen. Das ist eine komplizierte Geschichte hier. Ah, da ist leider angebumst. Schon geht der Kreis wieder zu. Auch schön visuell gemacht alles, finde ich. Den hat er voll. Wenn wir den mal von der anderen Seite nehmen. Schön von außen annähern. Ah, ein bisschen wieder weiter rein. Schade jetzt. Oh, das war knapp. Fast hätte ich ihn noch berührt am Ende. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Jawohl. Man lernt dazu, ne? So, Drift Kana. Da kommt die erste Drift Kana Strecke. So, Game Mode. 2 Minuten haben wir Zeit. Gibt Punkte. Punkte für Clipping Points, Spins und Donuts. Okay, alles da, rein da. Ja, mit dem ganz anderen Programm, Dirt Rally etc. und Co. geht es dann ab morgen auch wieder weiter. Auch bei Assetto Corsa haben sich so ein paar Mods herausgetan. Allen voran finde ich der Red Bull Ring eine sehr schöne Strecke. So, was müssen wir machen? Wir müssen hier, ach, das bringt auch schon mal was, Punkte sammeln. Und hier drin müssen wir hoffentlich reicht das noch. Ich bin da gerade, okay, hat er gezählt, hat er gezählt. Die kleinen Pöppels alle mitnehmen und dann ein großer Donut. Fast aus dem Bilderbuch hier. Der ist voll, der ist voll, der ist voll. Da hätten sie noch 2 so eine Poles. Da geht der Multiplikator leider flöten. Schade. Versuchen wir hier. Leider angebumst. Ja, so diese Smashes und Blocks und Drifts, ne? Das ist so genau der Gymkhana-Mode, der hier getroffen wird. Jetzt haben wir die letzte Minute schon. Auch hier, denke ich mal, wird es sicherlich einen besten Weg geben dafür. So, den haben wir auch voll gemacht. Jetzt würde ich schon mal den in der Mitte nehmen. Na, leider ein bisschen verfehlt. ...3000 Punkte. Jetzt nehme ich nochmal den großen Donut. Ne, ein bisschen zu viel des Guten. Zu viel Gas, zu viel Gas, zu viel Gas. Da 1200 mitgenommen. Der gibt 20.000, das ist gar nicht wenig, ey. Zumindest steht da was mit 20.000. So, jetzt haben wir noch 25 Sekunden. Ich nehme nochmal den hier mit. Der 20.000, ne, der hat doch, der hat 20.000 gegeben, der große. Schaffen wir den nochmal. Ah, oh, ja. In der letzten Sekunde noch die Punkte nach Hause geholt. 190.000, finished. Damit sind wir in den Top 50 immerhin gelandet, also so ziemlich in der Mitte. Gut. Dann vermute ich mal, dass wir jetzt, hier weiterfahren können, jawohl. Hätte man nicht machen müssen, das hier ist Welt 2. Da warten jetzt neue Tricks auf uns. Ja, ich denke mal, den ersten Eindruck haben wir bekommen heute in Absolute Drift. Morgen machen wir dann mal weiter mit der zweiten Folge und am Ende natürlich nochmal hier schnell das Gewinnspiel. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, warum ihr gerne Absolute Drift mal ausprobieren wolltet oder wollt. Ich habe hier eine Handvoll Keys, wie gesagt, bekommen vom Entwickler. Sehr coole Geschichte und ja, schreibt es einfach mal rein. Warum möchtet ihr das haben? Was mögt ihr besonders an Driften? Verfolgt ihr irgendwelche Driftsportarten und ja, eine Frage beantworten wäre jetzt doof, weil man kann ja sowieso alles googeln, also von daher überzeugt mich einfach mit einem schönen Kommentar, nichts an den Haaren herbei, jetzt einfach ganz kurz, knackig und ehrlich schreiben, warum ihr gerne mal Absolute Drift ausprobieren wollen würdet und was euch vielleicht am besten am Spiel gefällt noch. Ja, das dazu und ich schreibe euch dann direkt über Google an, also über YouTube, einfach gucken, dass ihr da die Nachrichten auch empfangt mit den Notifications und so. Dann machen wir noch den Drift unter dem Kran. Und dann machen wir morgen weiter hier mit Welt 2. Und die nächsten Sachen. Haben wir den schon? Haben wir den schon? Nee, da muss ich wahrscheinlich beide einmal umfahren. Das wird nicht reichen. Moment, da muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Sieht gut aus. Ja, den hat er schon genommen. 18 Missionen. Da haben wir aber morgen gut zu tun. Ja, in diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Dienstag und bis morgen. Tschüss.